Hallo und guten Morgen. Ich bin normalerweise nicht so dieser Vlog-Typ oder wie man das sagt bei YouTube und erzähle irgendwas aus meinem Leben. Jetzt geht es allerdings um eine Sache, die mich richtig stört. Ich habe das jetzt auch hier in der Überschrift schon geschrieben. Der DHL-Paketkasten oder die Packstation, wie man es nennen mag, stiehlt mein Paket. Ich habe das jetzt extra gewählt, weil diese Packstation im Endeffekt ja keine natürliche oder juristische Person ist. Also kann ich auch einer Verleumdungsklage nicht so schnell auf den Leim gehen, beziehungsweise ich hätte ja eigentlich auch genug Sachen, um das Gegenteil zu beweisen, aber ganz von Anfang an. Normalerweise bestellt man ja bei Amazon entweder Versand von Amazon und hat auch den Verkauf von Amazon. Des Öfteren gibt es aber auch Verkauf von sonst irgendeiner Firma und Versand von Amazon. Ist jedem klar, ist das FBA-Lager, da geht dann die komplette Abwicklung. Das heißt, der Händler, bei mir war es jetzt in China, schickt die komplette Ware rüber ins Amazon-Lager, wo das auch immer dann ist. Und Amazon übernimmt die komplette Einlagerung, den Versand etc. Jetzt von vorne. Ich bin schon seit langem DHL-Kunde, habe auch hier so eine Karte mit meinem Namen und auch die zugehörige Postnummer drauf. Und lass mir grundsätzlich alles an diese Packstation schicken. Ich habe da auch eine feste. Es sei denn, manchmal geht es nicht, dann nehme ich auch so eine Filiale in Anspruch. In dem Fall jetzt habe ich mir was bestellt, ist auch überhaupt kein Problem gewesen. Versand durch die Firma, Entschuldigung, Verkauf durch die Firma, Versand durch Amazon. Und dann hat man hier auf diesem Paket den Hinweis, mein Name, die Postnummer und unten drunter dann hier diese Packstation 102, die sind also immer durchnummeriert. Das war das erste Päckchen, ist gut angekommen. Und was man hier oben gleich sieht, ist auch das Rücksendezentrum. Das ist auch immer drauf und da ist auch ein Label. Das heißt, wenn es irgendwelche Störungen gibt, sei es, das Ganze ist kaputt, der Paket-Shop hat zu oder sonst irgendwas, geht es wieder zurück, wird am nächsten Tag ausgeliefert oder es geht dann retour wieder ins FBA-Lager und der Händler bekommt es dann wieder als Gutschrift oder eingeräumt. Jetzt hatte ich ein Problem mit einem Teil. Ich hätte den einfachen Weg wählen können. Ich melde mich bei Amazon, kriege innerhalb von so und so vielen Tagen eine Erstattung, muss das Ganze dann wieder neu bestellen, ging mir allerdings auf den Keks. Ja, deswegen, ich habe mich an den Händler gewendet, sitzt in China, muss man natürlich auch ein bisschen so die Tageszeit beachten. Der hat gesagt, überhaupt kein Problem. Er hat ja auch Zugriff auf sein Verkaufskonto und da hat er gesagt, er schickt mir das zu. Adresse wie bei der ersten Bestellung, habe ich gesagt, ja. War mein Fehler, war vielleicht sein Fehler, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ich packe das Paket mal kurz weg. Hat er mir jetzt das dann aufgemacht und hat hier einfach nur die Packstation draufgeschrieben. Ich habe nicht großartig dann nachgefragt, ist da jetzt noch mein Name? Meistens sage ich dann, gebt es bitte an die Postnummer. Auf jeden Fall seht das hier, die haben es rausgeschickt und ich warte natürlich. Logischerweise erkennt das System, dadurch, dass keine Postnummer draufsteht, auch nicht, dass es für mich ist. Also auch in meiner App oder im DHL-Login war es natürlich nicht hinterlegt. Ich frage nach, was ist los? Und jetzt sehen wir die wunderbare Geschichte. Und zwar habe ich das jetzt ausgedruckt, damit ich nicht komisch mit dem Computer und wechseln muss. Ich nehme das alles hier mit dem Smartphone auf. Ich hoffe, man sieht es jetzt. Ich halte das jetzt mal hier kurz rein und ich gucke das jetzt auf meinem Rechner hier auch nochmal. Ich hoffe, die Höhe stimmt einigermaßen. Also, die Auftragsdaten zu dieser Sendung wurden vom Absender an DHL übermittelt. Das war ja am 18.01. um 23:33 Uhr. Das hat also der Händler aus China dann direkt in seinem Seller Central Konto oder sonst wo gemacht. Und dann haben wir Samstag, der 20.01., wurde im Startpaketzentrum bearbeitet. Ist jetzt eigentlich total auch nicht so wichtig. Es geht jetzt mehr. Die Sendung befindet sich auf dem Weg zur Packstation am 22.01. um 8:54 Uhr. Ja, das heißt dann, der ist jetzt morgens losgefahren mit der Sendung und hat die dann um 15:34 Uhr eingelagert. Die Sendung liegt in der Packstation 102 Dresdner Straße 21 in Görlitz zur Abholung bereit. Jetzt meine erste Frage. Wenn auf diesem Paket, wie man hier sieht, kein Name und keine Postnummer ist, frage ich mich, wo der gute Mann oder die gute Frau die Sendung eingelagert hat. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten.
entweder wieder im Fahrzeug, dann wäre es aber nicht eingelagert in der Packstation, oder er hat sich Pusemuckel irgendeine Nummer ausgedacht. Ja? Ich will jetzt hier niemanden an den Pranger stellen, aber jeder hat heutzutage so eine Nummer. Und ich weiß nicht, wie DHL hier die Sache regelt, ob man nachträglich noch eine Nummer eingeben kann. Wäre eventuell dann auch logisch, vielleicht ist auch mal irgend so ein Teil beschädigt, ein Label oder sonst irgendwas. Ja, jetzt kommt das Tollste. Habe ich es wieder richtig? Genau, damit man es noch sieht. Am 22.01., also dann praktisch 4 Minuten später, ja, so 15:34 Uhr lag sie bereit und um 15:38 Uhr war sie dann wieder auf dem Weg zur Packstation. Ja, habe ich mir gedacht, naja, Computerfehler, was ist da jetzt? Hat er die jetzt wieder mitgenommen oder sie oder wer auch immer? Auf jeden Fall war die um 15:34 Uhr in der Packstation drin. Am Montag um 15:38 Uhr war sie dann wieder auf dem Weg. Und dann hat irgendjemand, also ich war es nicht, am 23.01.2018 um 7:52 Uhr diese Sendung aus der Packstation abgeholt. Die wurde dann am Dienstag, den 23.01. um 9:59 Uhr wieder in das Zustellfahrzeug eingeladen und war dann um 9:59 Uhr, also in derselben Minute, wieder auf dem Weg zur Packstation. Und am 23.01. mittags um 12:03 Uhr war sie dann erneut in der Packstation in der Dresdner Straße 21. Und Donnerstag, praktisch dann ein paar Stunden später, um 14:50 Uhr, hat dann das zweite Mal jemand diese Sendung aus der Packstation abgeholt. Ich habe bei DHL angerufen, weil ich ja erst gedacht habe, Mensch, die haben mir gesagt, es ist ja gar nicht ihre Lieferung, logisch, die kann ja meiner Karte gar nicht zugewiesen werden. Habe ich angerufen, ja, da muss dann der Absender so einen Nachforschungsantrag beantragen, Verlustmeldung, sonst irgendwas. Ja, finde ich witzig. Wenn hier steht, dass irgendjemand dieses Paket abgeholt hat, obwohl gar keine Nummer und auch kein Name hier oben drauf gestanden hat, dann frage ich mich, wer das Paket hat. Also entweder hat es jetzt die Packstation oder es hat derjenige, der mit diesem Paket zu tun gehabt hat. Da kann jetzt jeder unten vielleicht mal in die Kommentare reinschreiben, was er davon hält oder ob er so eine Sache schon mal gehabt hat. Ich meine, ich habe ja hier eindeutig diesen Sendungsverlauf. Ja, das ist ja alles elektronisch. Die machen ja hier über diesen Barcode machen die ja nichts anderes als einscannen, ausscannen, einscannen, ausscannen. Ja, also Amazon macht auch nichts. Der Händler, den habe ich dann gefragt, dem Händler ist das zu blöd. Jetzt aus China und dann wieder telefonieren und DHL. Amazon macht auch nichts. Und die ganze Problematik ist jetzt, da wird jetzt der eine oder andere sagen, ja gut, dann muss man halt die Daten richtig eingeben. Ja, das mag sein. Ich habe aber auch auf dem Brief die Möglichkeit, wenn ich hier vorne den Empfänger hinschreibe und ich schreibe auf der Rückseite meinen Absender, dass dieser Brief retourniert wird und kommt dann zurück zu mir. Die Möglichkeit habe ich. Und die Möglichkeit muss ich bei einem Paket schon lange haben, dass wenn da irgendwas nicht stimmt, dass zumindest mal dieses ganze Teil, wie wir es hier sehen, einfach an das Rücksendezentrum kommt und dann mit Hilfe dieser Barcodes wieder dort eingelagert wird, wo der Händler einfach seinen Platz hat. Ganz einfach. Also ich finde es beschämend, dass man von DHL so abgespeist wird. Ich habe das auch der Dame am Telefon gesagt, dass ich da ein Video drüber mache, weil ich finde es einfach Mist. Ja, da muss jetzt wieder ein Riesenhebel in Bewegung gesetzt werden. Der Händler müsste jetzt hier so eine Verlustmeldung machen, der schickt mir das, ich unterschreibe das, dann wird gesucht. Nee, ich brauche da nicht suchen. Entweder hat das Paket die Packstation 102 oder es läuft jetzt irgendein Paketbote rum mit einer Sendung, die ihm gar nicht gehört. Ja? Ist nur meine Vermutung. Wie gesagt, ihr könnt gerne kommentieren. Vielleicht hat jemand schon mal sowas gehabt und dann kann er vielleicht unten schreiben, wie er rausgekommen ist. Ich finde es auf jeden Fall Mist. Richtig großer Mist. Ich danke fürs Zuhören. Nichtsdestotrotz nutze ich weiter hier meine DHL-Karte, weil ansonsten finde ich das Unternehmen gar nicht mal so schlecht. Man kann das abholen, wann man möchte. Man hat viele Möglichkeiten, das umzuleiten. Also ich will hier nichts schlecht reden, bloß diese eine Sendung hier,
Das hat mich gestört. Die Woche kommen auch wieder ein paar neue Videos. Ich habe so ein Zeichen-Tablet-Brett, wo man einen Computer anschließen kann, habe ich für meine Kinder bestellt. Da mache ich vielleicht noch ein kleines Video und mal schauen. Fastnachtskostüm habe ich noch bestellt gehabt und sonstiges. Also kommt noch was. Das war jetzt nur, ich hoffe, ein nicht so langes Video über meinen Aufreger bezüglich der DHL-Packstation. Ja, wem es gefallen hat, einfach einen Daumen hoch. Über neue Abonnenten freue ich mich auch. Ich werde es zwar nicht in die Tausender schaffen, um dann weiter hier monetarisieren zu können, aber das mache ich sowieso nicht bei dem Video. Ich danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.